Herzlich willkommen im Wildling Showroom. Herzlich willkommen in Berlin. Wir, und damit meine ich mich und das komplette Wildling-Team, haben sehr lange auf diesen Moment gewartet und haben uns noch viel, viel, viel länger darauf gefreut. Und als bekannt wurde, dass wir die Kooperation mit Joy Dinalani haben, ist das Team quasi ausgeflippt und konnte kaum erwarten, die gemeinsame Reise anzutreten. Und heute hier im Wildling Showroom machen wir einen kleinen Stopp und feiern die Kooperation von Joy Dinalani und Wildling Embrace Your Path. Wildling und Joy haben sich nämlich gemeinsam auf den Weg gemacht, um Menschen zu erreichen und zu empowern. Zu finden, sich selbst zu finden, sich wiederzufinden und gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam zu wachsen. Die Frage, wer bin ich und wer möchte ich sein und welches Bild von mir selbst sehe ich im Spiegel der Gesellschaft? Wir alle und ich glaube jeder von uns hier im Raum möchte oder wünscht sich auch, dass diese Frage ganz individuell beantwortet werden kann. Frei von gesellschaftlichen Zuschreibungen. Denn Identität braucht Freiheit. Und gemeinsam möchten Joy und Wildling ein Stück dieses Weges dorthin ebnen, Sichtbarkeit schaffen, Raum schaffen, einander zuhören und voneinander lernen. Jeden Weg feiern, egal wo er auch immer hinführt. Baby, schön, dass ihr da seid. Ich stelle euch jetzt mal in der Runde vor und ich würde ganz zu meiner Rechten anfangen. Anna Jona. Ein Stück Freiheit in ein paar Schuhe packen und damit buchstäblich etwas bewegen zu können. Das ist das, was dich antreibt. Mit Wildling hast du ein Unternehmen gegründet, das in vielerlei Hinsicht anders ist und unkonventionell. Auf dich trifft zu: Alle sagen, es geht nicht, bis einer kam und der es einfach gemacht hat. Wir freuen uns, mehr über deine Geschichte, über Wildling zu hören, über Nachhaltigkeit und schön, dass du da bist. Danke dir. Dann springe ich mal rüber zu meiner Linken, Shahin. Und das muss ich tatsächlich jetzt auch ablesen, weil es wahnsinnig viel ist und so wichtig. Co-Initiatorin der Black Lives Matter-Bewegung. Berater für antirassistische und gewaltfreie Bildung, Fotografin und Autorin und seit Anfang des Jahres Teil einer Initiative von Strukturschaffenden, die besteht aus einer Gruppe von schwarzen Menschen mit unterschiedlichen Positionierungen, die sich als eine Bundesgemeinschaft zusammenfassen lässt. Im Fokus steht die Bildungsarbeit, der Abbau von antischwarzen Rassismus und Gleichstellung von People of African Descent. Die Stärkung eines selbstbewussten Selbstverständnisses innerhalb der schwarzen Gemeinschaft stehen dabei im Fokus. Wir freuen uns sehr über deine Arbeit, deine Visionen und deinen Ansatz. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Dann springe ich mal weiter. Aminata. TV-Moderatorin, Journalistin, engagierte Reporterin und Social Media Native. Aminata, du schaffst es, politische Themen und Popkultur zusammenzubringen, warst und bist eine ganz starke Stimme im Kontext der Black Lives Matter-Bewegung. Mit Follow-Me-Reports begibst du dich in sehr interessante Situationen. Kann ich auch nur jedem hier empfehlen, da mal reinzuschauen, zum Beispiel die Situation des Besuchs bei einer professionellen Kuschlerin. Habe ich gesehen. Sehr spannend. Aber auch andere Erlebnisse oder Situationen, wie zum Beispiel der Besuch bei einem Überlebenden der Hanau-Anschläge, mit dem du gesprochen hast, als sich die rassistischen Anschläge ein Jahr gejährt haben. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Und last but not least, natürlich unsere
Joy Denalani. Und zwar, deine Musik ist der Soundtrack afropäischer Communities. Und wie Johnny Pitts in seinem Buch schon geschrieben hat, in seinem Buch Afropean, eine Reise durch das schwarze Europa, umgibt dich eine afropäische Aura und Ausstrahlung. Du bist die German Queen of Soul und hast deine Musik, beziehungsweise deine Musik ist fester Bestandteil seit Jahrzehnten in der Musikindustrie. Und genau diese hinterfragst du aber auch und machst auf Missstände aufmerksam, zum Beispiel mit der Organisation Key Change, die sich damit auseinandersetzt, dass Frauen oder es eine starke Disbalance gibt, dass Frauen weniger verdienen, aber auch die Sichtbarkeit von MusikerInnen auf der Bühne. Jetzt, heute, beziehungsweise seit ein paar Wochen, hast du dich mit Wildling gemeinsam auf die Reise begeben, um Menschen zu erreichen, zu empowern und Sichtbarkeit für afropäische Identität zu schaffen. Und vor allen Dingen für die Relevanz von Freiheit, weil Freiheit im Aufwachsen, im Wachsen, im Miteinander und das gerade in der schwarzen Community ist sehr relevant. Schön, dass du dich da bist und schön, dass du dich für diese Themen einsetzt. Dankeschön. Dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage und ich mache auch direkt bei dir weiter, Joy. Was hat dich auf deinem Weg empowert? Das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich würde sagen, natürlich sehr viele WegbegleiterInnen und angefangen natürlich bei den Leuten, die mir ganz besonders nahe standen und weiterhin stehen, und das ist meine Familie. Ich habe ganz liebe Eltern gehabt, wirklich. Also großartige Leute waren die und ich habe ja eben 5 Geschwister und ich bin mit meinen 2 großen Brüdern die ersten Jahre sehr viel verbandelt gewesen, weil unsere Eltern eben Vollzeit berufstätig waren. Und die waren auch so richtig tolle Brüder, die mich nie bevormundet haben oder versucht haben zu erziehen in eine Richtung, die mit dem, was ich nicht wollte, nichts zu tun hatte. Also, und dann natürlich auf dem Weg in den Beruf und so weiter und auch in die Entwicklung als Person, als Frau, habe ich viele Leute getroffen auf meinem Weg. Aber ich würde sagen, die Basis ist wirklich schon da zu finden bei meiner Familie. Mhm. Mhm. Anna, jetzt ein Schwenk zu dir. Du bist ja Unternehmerin von Wildling. Was hat dich empowert, beziehungsweise was stärkt dich auf deinem Weg? Wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist? Ja, ich glaube, ähnlich wie bei Joy auch einmal eine Kindheit, in der mir ganz viel ermöglicht worden ist, also sehr viel auf mich zu hören und das einfach ernst zu nehmen und das zu tun, was ich gerne mache. Und später jetzt auch in der Gründung vor allen Dingen mein Partner tatsächlich, der ja ganz klar dann einfach den Teil des Familienmanagements übernommen hat, den ich nicht mehr leisten konnte. Mhm. Und mich unglaublich bestärkt hat, einfach darin auch diesen Weg zu gehen. Wir haben ja mit Joy gemeinsam die Kooperation Embrace Your Path ins Leben gerufen, mit der wir uns vor allen Dingen auch auf die Sichtbarkeit stützen und sichtbar machen wollen, dass es auch Themen gibt, die vielleicht keine Sichtbarkeit oder wenig Sichtbarkeit bekommen. Wir unterstützen gemeinsam das Projekt Vorbilder und da hast du ja auch als Unternehmerin den Raum gegeben, dass wir als MitarbeiterInnen unsere eigenen Perspektiven auch mitbringen können und dürfen und sogar sollen. Und so sind wir ja auch heute hier zusammengekommen, weil das ein persönliches Anliegen auch von mir war, diese Themen auch mitzubringen ins Unternehmen. Warum ist dir das auch so wichtig als UnternehmerIn? Ich glaube, was total wichtig ist für uns in der Kultur, die wir ja zusammen schaffen im Team, ist, dass wir selbst sein können, wenn wir zur Arbeit kommen. Also, dass wir eigentlich nicht irgendwie die Hälfte von uns selbst irgendwo lassen müssen, damit wir da irgendwie eine Bürotür aufmachen können und funktionieren, sondern dass wir mit all den Facetten, die wir mitbringen, auch miteinander arbeiten können, uns zuhören können, gemeinsam was gestalten können. Und ich glaube einfach, dass darauf eine ganz, ganz wichtige Kultur dann erwächst und eben ganz tolle Ideen entstehen, wie man jetzt hier sieht. Also all credit goes to everyone else.
Und ja, also ich bin auch immer wieder begeistert, wie viele Ideen aus so einem Team dann kommen, die einen, also die mir auch die Augen öffnen oder ne, mich überraschen oder und ich glaube, dass wir auf dieser Diversität einfach auch einen ganz anderen, eine ganz andere Perspektive einnehmen können. Joy, das Projekt Vorbilder ist ja ein Mentoring-Projekt für junge schwarze Jugendliche, die im Alltag begleitet werden. Wie wichtig siehst du oder wie schätzt du ein, wie wichtig ist es gerade für die schwarze Community, solche Projekte zu haben? Also ich habe gerade, als du die Runde vorgestellt hast, so mich ein bisschen zusammenreißen müssen, weil ich so emotional war, als du auch Shahin vorstelltest und Aminata und dich natürlich auch, aber mit Fokus auf Shahin und Aminata und das auch aus deinem Mund kommend, da habe ich gedacht, das wäre vor 20 Jahren in dieser Form überhaupt nicht möglich gewesen. Ich komme aus einer ganz anderen Zeit, die sehr viel mühsamer war als Minderheit in der Mehrheitsgesellschaft, sich zu positionieren, ohne Leute zu verschrecken, ohne Leute anzustrengen mit der eigenen Geschichte. Also insofern glaube ich, dass es total wichtig ist, je mehr Möglichkeiten es gibt, sich zu verbinden, sich zu treffen, sich Geschichten erzählen zu können, desto besser. Das ist sicherlich auch identitätsstiftend im weitesten Sinne, ja. Aminata, gerade was die Jugend angeht, ich habe dich zum ersten Mal gesehen, als ich ein YouTube-Video vor Jahren von dir gesehen habe, wie du mit der Kamera aus deinem Alltag erzählst, welche Bücher du liest, welche Herausforderungen du hast. Und mein erster Gedanke damals war, ich bin jetzt ein bisschen älter als du, sowas hätte ich gerne in meiner Jugend gehabt. Sowas hätte mein 11-jähriges Ich gerne gehabt, um zu sehen, dass ich nicht alleine bin. Ne? Gerade wenn man in einem Ort wohnt, wo man vielleicht die einzige schwarze Person ist, hat man nicht so viele Berührungspunkte. Und das ist ja eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, auch Menschen zu erreichen, Jugendliche zu erreichen. War dir das damals schon bewusst? Joy hat jetzt gerade gesagt, vor 20 Jahren wäre das einfach noch gar nicht möglich gewesen. Aber war dir das bewusst, dass du da auch schon einen Mehrwert schaffst mit deinen Videos, die über die Alltagssituationen hinausgehen, die du so gefilmt hast? War mir schon sehr klar, weil das genau das war, wonach ich eigentlich gesucht habe. Weil ich habe, also es war 2012, was ja jetzt auch schon fast 10 Jahre her ist. Und da habe ich eigentlich mit angefangen, weil ich damals YouTube-Videos von Frauen aus den Staaten oder aus UK geschaut habe, die dann erzählt haben, wie sie sich schminken, wie sie Haare machen. Das war die Zeit, wo man gefragt hat, warum glätte ich meine Haare die ganze Zeit? Ich muss sie jetzt natürlich tragen, das ist doch nicht normal. Und dann gab es diese Welle, die aber nicht in Deutschland besprochen wurde. Also hier war es kein Thema, aber auf YouTube. Und dann war ich ganz viel auf YouTube und habe dann auch irgendwann gedacht, warum gibt es das eigentlich nicht für deutschsprachige Menschen? Weil es damals auch, glaube ich, es gab eine YouTuberin, vielleicht eine Schwarze. Ich weiß es nicht mal. Auf jeden Fall gab es eigentlich, es gab es nicht. Und ich habe es gemacht, weil ich selber Bock drauf hatte, aber auch wusste, eigentlich würde ich es auch selber gern haben wollen. Und seitdem ich das gestartet habe, war es auch unfassbar, wie viele Menschen und vor allem schwarze Frauen, Mädchen, vor allem schwarze Mädchen, mir geschrieben haben und gesagt haben, dass, also mir haben einfach Mädchen geschrieben, ey, wegen dir trage ich jetzt kein Dutt mehr, sondern meine Haare offen. Und ich habe mich das nicht getraut. Und es hört sich nach so einer Banalität an, aber ich glaube, wir wissen, wie bedeutsam das ist und wie wichtig das ist, dass man jemanden hat, der einen sagt, du bist schön, so wie du bist und deine Haare sind schön und du kannst sie so tragen und du kriegst es auch hin und ich zeig dir wie. Also ich habe in dieser Woche so ein TikTok gesehen von einer Frau oder von einer Mädel, die hat sehr, also jetzt so 4C-Hair, also sehr kraus ist und es war sehr kurz und sie war so, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Und sie war so verzweifelt und ich habe es so doll gefühlt, obwohl ich noch, also mein Haar ist auch sehr kraus, aber ich habe es so sehr gefühlt, weil wenn man so jung ist und diese Haare hat und man nicht weiß, was man tun soll, denkt man, also ich dachte oft, ich würde es am liebsten meine Haare abrasieren und ich verstehe nicht, warum ich damit so bestraft wurde. So war ich mit 12. Es war für mich richtig schlimm.
Und ich dachte, ich will einfach so aussehen wie Joy, aber ich konnte es nicht, es ging nicht. Aber mir ging es ja auch so, mir ging es ja auch nicht besser. Ich habe ja irgendwann sogar, weil ich viel in Paris war, als ich dann Teenagerin war, da haben ganz viele Frauen Perücken getragen, coole. Habe ich mir eine Perücke gekauft, musst du dir mal vorstellen, und bin als Teenager dann mit Perücke rumgelaufen, weil auch ich mit meinen Haaren irgendwie nichts anzufangen wusste. Ich mochte sie irgendwie auf eine Art, aber das Feedback war immer komisch. Also das Feedback war immer so irgendwie so eine Alienation. So. Also wow, du hast ja irgendwie viele Haare, ganz schön, was haben die immer gesagt? Die sind so kratzig. Haben die immer gesagt, die kratzen so deine Haare. Also irgendwie hatte ich natürlich schon ein gestörtes Verhältnis, auch ich zu meinen Haaren. Das hatte gar nichts mit Objektivität oder so zu tun, sondern es war individuell, für mich subjektiv, überhaupt keine gute Sache, dass ich dieses Haar hatte. Und dann habe ich sie mir irgendwann abgeschnitten, weil ich dachte, Kurzhaarfrisur ist besser, war es aber auch nicht. Also dann hatte ich mir so einen Pony geschnitten und der war so wie ein Dach, stand der dann ab. Also es war schwierig einfach auch für mich. Ja, also gerade das Thema Haare, um das nochmal aufzugreifen, in Amerika gibt es ja auch ein Gesetz mittlerweile, das es erlaubt, die Haare so zu tragen, wie sie natürlich sind. Und dass es ein Gesetz gibt, das spricht ja auch dafür, dass hier ordentlich was schief geht. Und Anna, das hattest du ja auch gesagt, dass man so kommen darf, wie man ist. Also, dass man seine Identität komplett frei mitbringen darf. Das zählt ja auch dazu. Shahin, du kommst aus dem Bildungssektor. Wie schätzt du die Lage ein? Wie ist dein Ansatz, wo stehen wir dort? Also weil du gerade sagst, es gibt ein Gesetz, dass es jetzt erlaubt ist, die Haare so zu tragen. Das ist leider nicht überall so. Also es wurde auch noch vor 2-3 Jahren, glaube ich, ein Gesetz erlassen, in dem es auch in Schulen und Bildungseinrichtungen in den USA nicht erlaubt ist, die Haare in African Hairstyles zu tragen. Oder erwartet wird, dass die irgendwie dementsprechend geformt werden, dass bestimmte Frisuren, die eigentlich nur für europäisches Haar funktionieren, getragen werden. Das ist auch in anderen Teilen der Welt immer noch so, die so ein koloniales Erbe haben, auch in afrikanischen Ländern zum Teil. Und Deutschland hat jetzt auf jeden Fall wieder mal den Vogel abgeschossen, würde ich sagen, mit dem Gesetz zum Erscheinungsbild von BeamtInnen, was im Endeffekt von Union und AfD verabschiedet wurde. Die Linke hat dagegen gestimmt, alle anderen haben sich enthalten. Ich weiß nicht, was die FDP hat, glaube ich, nichts gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls bedeutet das, dass Beamte im öffentlichen Dienst ein bestimmtes Erscheinungsbild haben müssen, was Haar- und Barttrachten und Tätowierungen, die von dem üblichen Maß abweichen, beziehungsweise ja einfach, ja, wahrscheinlich Einschätzung, ich weiß nicht, wer das bestimmt, was das übliche Maß ist, aber es führt dazu, dass sie nicht mehr als vertrauenswürdige BeamtInnen gelten, wenn sie vom üblichen Maß abweichen. Und das ist erst dieses Jahr beschlossen worden. Ja, deswegen, also dieses übliche es geht Maß, so ein, ne? Schritt vor und 3 zurück, habe ich immer das Gefühl. Ja. Und das übliche Maß ist in Deutschland auf jeden Fall weiß und deutsch. Also ne, was auch immer man unter Deutschsein versteht, aber es hat sehr viel mit Weißsein zu tun. Und da fallen natürlich Leute runter, die Kopftücher tragen. Da fallen Leute runter, die eine Barttracht tragen aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit. Oder eben ja, Frisuren, die eben nicht mit europäischem Haar oder nicht die für europäisches Haar gedacht sind. Es machen genug Leute, dass trotzdem diese Frisuren getragen werden. Aber tatsächlich traditionell afrikanische Frisuren oder Frisuren, die von People of Color getragen werden. Mhm. Und das ja, ist schade, weil das sind dann die Leute, die eben Vorbildfunktionen erfüllen, ne? Also wenn man zu Menschen aufschaut, die in Beamtinnenpositionen sind, dann ist es ja eigentlich das, wo so ein Standard gesetzt wird und Kinder und Jugendliche sich daran orientieren und eigentlich eine Reflexionsfläche brauchen, in der sie sich auch selber wiederfinden können. Und wenn dann Aminata sagt, so, es gab eine Zeit, in der haben alle ihre Haare geglättet oder sich nicht getraut, die offen zu tragen, das lag auch daran. Also ich hatte nie, ich hatte glaube ich einen schwarzen Lehrer in meiner ganzen Laufbahn, nie eine weibliche Person. Und ich glaube tatsächlich, Joy war die erste afrodeutsche Frau, also die erste schwarze deutsche Frau, die ich in den Medien gesehen habe, die ihre Haare offen getragen hat und so, wie sie einfach sind. Also das war im Mit dir-Video so und ich dachte so, wow, und die hat so lange Haare. Und für mich war immer, für mich, meine Mutter hat mir immer meine Haare, meine Mutter ist weiß, meine Mutter hat mir immer meine Haare abgeschnitten. Also ich hatte immer kurze Haare mein ganzes Leben, bis ich in die Pubertät gekommen bin, weil sie einfach nicht wusste, wie sie damit umgehen soll. Und auch FriseurInnen in Deutschland keine Ahnung haben, wie man Afro-Haar schneidet. Also das war auch für die, die haben keinen Plan, wenn die so viel abschneiden, dass das dann nur noch so viel ist am Ende des Tages. So. Und ich dachte auch immer, alle schwarzen Menschen haben die gleichen Haare.
Also mir war das gar nicht bewusst, dass es unterschiedliche Haarstrukturen gibt, mit denen man unterschiedliche Sachen machen kann. Das war ist mir sehr, sehr viel später erst klar geworden, dass wir nicht alle die gleichen Haare haben können und die gleichen Frisuren tragen, ja. Auch nicht nur der Haare wegen, also ich finde so generell, und ich, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es besonders bei afrodeutschen Menschen, besonders bei weiblichen, glaube ich, ist halt so Joy die eine Person, die jeder einzelnen Person so viel mitgegeben hat, was dir auch, glaube ich, das kann dir ja auch eigentlich, dir kann es ja gar nicht so bewusst sein. Nee, und genauso, so wie ich manchmal, wenn ich sage, wir schreiben junge Mädchen, ich trage jetzt meine Haare so oder treffen einen und dann merkt man, wie viel man für eine Person bedeuten kann und bei dir ist es nochmal in ganz anderem Maße und es ist so wichtig, dass du da warst und du hast so vielen Menschen so viel gegeben und ich glaube, zu der Zeit noch viel mehr, weil da viel weniger Sichtbarkeit war. Mittlerweile gibt es so viele YouTuber und Menschen, also wir können hier und da schauen und können auch unterschiedlich nach unterschiedlichen Menschen schauen. So toll, dass du da warst, aber eigentlich warst du die Einzige und man also es war ja so, es, man hat so, so sehr sich danach gesehnt und ja, also vielen Dank. Gerne. Aber auch wichtiger Punkt, also die Einzige zu sein, ist dann halt auch repräsentativ für alle, funktioniert ja nie. Also wenn man alleine einzige Person ist, was halt auch nochmal so dieses Colorism-Thema aufmacht, so Leute, die halt Dark Skin sind, Fossi haben, so ist schwierig, sich damit dort zu identifizieren, aber es gibt halt keine Alternative. So, das ist immer das Ding gewesen und bis heute auch schwierig, finde ich, in Deutschland, Menschen, die eben nicht diesem, ich sag mal, Idealtyp jetzt gerade entsprechen, wie es irgendwie von den Medien aufgegriffen wird oder von vielen Firmen auch, da einfach keine Repräsentation stattfindet. Also es total schwierig ist in Medien und in einem öffentlichen Kontext eine Sichtbarkeit für die Diversität von Schwarzsein zu schaffen. So ist immer so ein, es ist immer das eine so und das ist halt für unsere Community an sich total gefährlich. So. Also das ist ein krasses Ding auf jeden Fall, dass es eben nicht diese, dass diese Diversität in allen Bereichen nicht anerkannt wird und immer einer kann es schaffen, so ist auch so ein kapitalistisches Ding, so der sich nach oben boxt sozusagen. Und die anderen müssen halt gucken, so wie sie da an das irgendwie rankommen. So. Joy, ich hatte ja eingangs gesagt, dass du eine afropäische Ausstrahlung hast. Und im Buch von Johnny Pitts erwähnt er dich ja auch als Inbegriff der Afropäerin. Was bedeutet der Begriff für dich? Und was hast du gedacht, als du ihn das erste Mal gehört hast? Also ich habe Afropean das erste Mal gehört, als ich von dem Buch gehört hatte und fand es erstmal einen total spannenden Begriff und bin dann da reingegangen in das Buch und konnte mich schon sehr damit identifizieren, auch eben mit dieser Unsichtbarkeit eigentlich, die schwarze Community, nicht nur in Deutschland ist es, glaube ich, eins der sichtbaren Länder, in denen es sehr extrem ist, dass die Sichtbarkeit schwarzer Realitäten so wenig gesehen wird. Aber ich fand das erstmal toll, dass es sozusagen ein Bogen gespannt wird um die afropäische Community, weil die in dieser Form eigentlich keine Identität hat, über die man Bescheid weiß oder die man bespricht, die Teil eines Diskurses ist. Und es ist, glaube ich, noch in seinen Kinderschuhen auf eine Art. Und da gibt es sicherlich auch Schwierigkeiten, zum Beispiel Barrieren, Sprachbarrieren zum Beispiel, die uns abhalten, voneinander zu kommunizieren. Aber es gibt natürlich auch viel nonverbale Verbindungen, die ich aufbauen kann, wenn ich mit Leuten kommuniziere, die jetzt meine Sprache oder Englisch oder welche Sprache auch, also Französisch kann ich auch ein bisschen, aber es gibt ja da auch Grenzen. Und es gibt aber irgendwo dann so eine Art von Verbindung, die nonverbal ist. Ich glaube, gewisse Erfahrungen, die wir teilen als Minderheiten eben in der weißen Mehrheitsgesellschaft, die ja in ganz Europa sehr ähnlich ist. Und deswegen fand ich diesen Begriff total spannend. Finde, dass er Teil eines Diskurses werden kann und dass man ihn vielleicht auch noch wälzt. Und dass man ihn noch etwas genauer definiert. Aber ich finde ihn erstmal gut. Wo kann man vielleicht ansetzen, dass diese Community gehört wird, gesehen wird? Also ich glaube, ein grundsätzliches Ding, was sich jetzt in den letzten Jahren geändert hat, ist tatsächlich die Sichtbarkeit. Aber was damit genau gemeint ist oder wie damit umgegangen wird, ist halt sehr
so performativ im weitesten Sinne. Ne? Also viele Menschen jetzt auch gerade irgendwie im Kontext so für Unternehmen sind irgendwie mit dem Hashtag Black Lives Matter unterwegs oder es gab irgendwie Online-Social-Media-Sachen, die damit eingestiegen sind und so. Das ändert strukturell halt nichts. Ne? Also es bleibt dabei so, auch wenn man sagt, irgendwie wir unterstützen diese Bewegung, so was heißt das konkret? Also wir haben vorhin auch kurz drüber gesprochen, so dass Rassismus und Kapitalismus sehr miteinander verschränkt sind. Das heißt, in einer politischen, strukturellen Sache ist, kann man eigentlich nur auf Sachen zurückgreifen, die irgendwie Gesetze und ja, strukturverändernde Maßnahmen irgendwie beinhalten. Wogegen sich aber die Bundesregierung in Deutschland, genau wie alle anderen Regierungen in Europa, glaube ich, sehr, sehr sperren. Also alleine anzuerkennen, was sie selbst für eine Verantwortung tragen, was Rassismus angeht, was Kolonialismus angeht, weil es einfach um Geld geht dabei. Ne? Also wenn man das wirklich anerkennen wollen würde, müsste man Reparationen zahlen. Also wir sehen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Holocaust-Überlebenden so war, mit jüdischen Überlebenden. Sinti und Roma haben keine Entschädigung bekommen, werden auch immer noch nicht anerkannt. Auch der Genozid an Sinti und Roma wird nicht anerkannt. Und davor, also alles, was vor dem Zweiten Weltkrieg passiert ist und vor dem Holocaust, ist total weggeschoben worden. Dabei sind eigentlich historisch gesehen, wäre der Holocaust nicht möglich gewesen, ohne die Dinge, die in Afrika im Kolonialismus ausprobiert wurden. Also wie man Menschen tatsächlich da schon in Lager gesteckt hat und mit den Herero und Nama umgegangen ist, der Völkermord an Herero und Nama. Das sind ganz viele historische Sachen, die sind einfach da und die werden nicht in den Bildungsbereich aufgearbeitet. Die werden nicht in eine Kontinuität gesteckt, die bis heute weiterhin fortgesetzt wird, auch wie das Bildungssystem strukturiert ist an sich, also auch wie das Bildungssystem klassistisch strukturiert ist, also wie wir irgendwie Hauptschüler, Gymnasiasten, Realschüler haben und die Leute einfach davon ausgegangen wird, ja, jeder muss sich nur anstrengen und dann schafft ihr das schon. So, und es gibt einen sozialen Status, mit dem wirst du geboren, das ist deine Familie und das ist das, was die dir mitgeben können und dein Umfeld. Und da ist es nicht so einfach, diese Leistung zu erbringen, die da irgendwie von einem erwartet werden. Und dann ist es halt, ja, dann kriegst du halt keine Empfehlung oder es wird davon ausgegangen, dass du das sowieso nicht hinkriegst. Es gibt auch Leute, die sind so ganz gutmütig und die stellen keine Gymnasialempfehlung für People of Color und schwarze Menschen aus, weil sie glauben, die sind ja dann alleine im Gymnasium. Die wollen die halt nicht trennen von ihren Leuten, so. Dann sollen sie halt irgendwie nicht aufs Gymnasium gehen. Und sind ganz absurde Sachen, die halt, also wo die Politik einfach eine Verantwortung hat, irgendwie das aufzugreifen. Es wird seit Jahrzehnten in Deutschland, auf jeden Fall seit den 80ern, immer wieder proklamiert und immer wieder gesagt, das ist das Problem. Es gibt Maßnahmenkataloge dafür, die umgesetzt werden. Aktuell die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft von 2014 bis 2024. Berichte aus der Zivilbevölkerung. Es ist alles da, aber es wird sehr blockiert, würde ich sagen. Also sowohl bürokratisch als auch einfach im Verständnis, was es eigentlich heißt, also wirklich zu verstehen, dass Rassismus Gewalt ist. Also dass es wirklich eine Gefährdung von jungen Menschen, also vom Kleinkindalter auf ist. Ab 3 Jahre wissen schwarze Kinder, dass sie schwarz sind und sie präferieren weiße SpielgefährtInnen. Weil sie wissen, das sind die Besseren. So. Oder es gibt diesen Test mit weiße Puppe, schwarze Puppe. Ich weiß nicht, ob ihr davon auch schon gehört habt. So. Welche ist die schöne Puppe? Das wissen Kinder von klein auf. Und das ist ein krasses Problem, weil das bleibt in uns drin. Also das wird bis zu dem Zeitpunkt, wie Joy gesagt hat, man wird konfrontiert und man hat die Chance, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Und da ist jemand, der diese Anerkennung für deine Lebensrealität hat, ist es was, womit man alleine ist. So. Und deswegen sind diese Mentoring-Programme auch total wichtig, deswegen ist Community total wichtig, einen Zugang zu haben und gesehen zu werden und reflektiert zu werden. Aber die Politik ist, glaube ich, nicht offen dafür und glaube ich auch in den aktuellen Wahlprogrammen, bis auf die Urbane, gibt es niemanden, der Kolonialismus im Bildungssystem, also Kolonialismus als Aufarbeitung oder als Sektorbereich im Bildungssystem irgendwie verankern will. Historisch so ist da, glaube ich, keine Partei, die sich darum schert. Und es ist ja auch in der Schnittmenge zu sehen, also wie es jetzt mit zum Beispiel Fridays for Future oder sowas ist, also alles, was Jugend fordert, alles, was eigentlich schon so sichtbar ist, was sind die Probleme in unserer Gesellschaft? Ich weiß nicht, also ich sehe da nicht so ein richtiges, so einen richtigen Willen in der Politik, diese Sachen umzusetzen. Also es geht gar nicht mehr darum, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Es wird ja immer gesagt, sagt uns doch was, wir wissen gar nicht. Und so. Ich glaube, die wissen genau, was sie tun sollen, aber das hätte halt Konsequenzen, die bestimmte Menschen aus ihrer Machtposition befördern und das möchte keiner. Und wie können wir da hinkommen? Wie wir da hinkommen können? Die Mittel nutzen, die wir haben. Was im Endeffekt bedeutet, sich zusammenzuschließen, sich zu organisieren,
Protestbewegungen können immer noch was verändern, auch wenn Leute immer sagen, das bringt alles nichts und die müssen nicht auf die Straße und macht eh keiner was und so. Es führt auf jeden Fall zu was. So, es ist zwar immer noch so und es ist einfach so, in der Demokratie geht es um Mehrheiten. Minderheiten in der Demokratie haben nicht so viel zu sagen. Aber wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass es trotzdem was bewegt im Kleinen. So. Und dass es wichtig ist, seine Energie einzuteilen auf eine Art und Weise. Nicht jetzt zu versuchen, was gerade auch im Bildungsbereich viel passiert und im Empowerment-Bereich. So die Leute, die jetzt auf einmal so groß werden, ne, so Tupoka Ogette zum Beispiel oder so Menschen, die schon seit Jahrzehnten darin arbeiten, die plötzlich jetzt so Bestseller kreieren, oder Alice Hastas, die gar nicht damit gerechnet hat, was mit ihrem Buch passiert, einfach in dieser Zeit irgendwie plötzlich so gesehen wird. Das ist ja alles ein wichtiges Wissen und wichtige Strategien, die da drin stehen. Aber das fließt jetzt auch gerade so raus in die weiße Mehrheitsbevölkerung. Und die Leute, die das alles haben und die das eigentlich irgendwie mit Menschen teilen könnten, die das auch brauchen in unserer Community, die haben gar keine Zeit und gar keine Kraft mehr und sind total, ich habe da einen Termin, ich muss hier hin und ich bin da angefragt worden, ich mache hier einen Critical Whiteness Workshop und hier mache ich das und das und das. Und eigentlich müsste diese sogenannte Community ihre eigenen Ressourcen auch für sich nutzen. Es passiert sehr, sehr viel Zerlegtes, Zerwuseltes und man lässt sich ganz schnell ablenken. Und diese Ablenkung ist auch auf eine Art und Weise gewollt, also auch im politischen Sektor, so Beschäftigungsmaßnahmen. Wir tun mal so, als ob uns das interessiert. Hier habt ihr Gelder für ein Projekt. Das ist auf jeden Fall begrenzte Zeit, begrenzte Förderungsmittel. Und dann könnt ihr das 2 Jahre machen und dann müsst ihr nochmal einen Antrag schreiben und dann geht es so weiter. Und ich glaube, diese ganze Energie und da könnten vielleicht auch Unternehmen tatsächlich eine Rolle spielen, die das nicht unbedingt aus einem eigenen Anspruch an, ich möchte meine Marke noch weiter hochbringen und noch mehr verkaufen machen, aber ich möchte mein Geld irgendwie reinvestieren auf eine Art und Weise in Gesellschaft, da trotzdem die Mittel zur Verfügung stellen. Weil immer aus so einer Bittstellerhaltung zu versuchen, was zu verändern, ist so gut wie unmöglich. So. Und ich bin sehr pessimistisch, was so politische Veränderungen, so man sagt ja immer so aus dem System heraus, aus dem Inneren, so im Belly of the Beast, so von innen nach außen. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich glaube tatsächlich aus meiner ganz persönlichen Sicht, dass erstmal alles kaputt sein muss, bevor man was Neues aufbauen kann. Ich kann das aus meiner eigenen Geschichte auch, und wenn ich irgendwie auch mit Black Lives Matter zum Beispiel, wir haben das gegründet 2017. 2016 waren die ersten Demonstrationen irgendwie, die auch in Solidarität mit den USA, das war der erste Punkt, wir sind solidarisch mit den USA, es ging nicht mal um, hier passiert auch was in Deutschland, sondern es ging um die USA und es geht immer um die USA auf eine komische Art und Weise und das hat auch letztes Jahr dazu geführt. Es ist immer die anderen, man guckt lieber auf das, was woanders passiert, als auf das, was hier passiert. Und wir haben da schon versucht, Black Lives Matter sozusagen hier zu etablieren und zu sagen, guck mal, das gibt eine Struktur, eine Möglichkeit, das hier zu machen. Das hätte niemanden interessiert. So. Also es war 3 Jahre, bevor diese ganzen Demos losgegangen sind. Und davor gibt es immer wieder Situationen, immer wieder sind Menschen in Deutschland sind auch erschossen worden und sind irgendwie in Polizeigewalt gestorben. Es passiert nichts so. Und dann ist es halt irgendwie immer so ein, ich habe das geglaubt und ich habe mich da irgendwie reingegeben und ich habe Zeit und Liebe und alles investiert und bin total ausgebrannt am Ende des Tages und es passiert halt dann auch mit diesen Kindern so, ne? Es passiert auch in ihren Alltag, in Schule, wenn die sich mit Lehrern anlegen oder wie auch immer, sowas kriegen die zurück. Das ist super sad. Also ich glaube, was wir jetzt hinzugewonnen haben, ist ja auf jeden Fall eine neue Sprache und das finde ich total interessant, weil als ich vor 20 Jahren oder so an die Öffentlichkeit gegangen bin und bestimmt meine Identität thematisiert habe, gab es sozusagen die Terminologien, die wir heute zur Hand haben, um auf bestimmte Disbalancen oder so aufmerksam zu machen, noch gar nicht. Das heißt, ich musste irgendwie mir Sachen überlegen, wie kann ich jemandem was erklären, der überhaupt keine Vorstellung davon hat, wie es mir eigentlich geht. Heute haben wir Sprache, die uns dabei hilft, bestimmte Phänomene zu erklären und dem Gegenüber irgendwie nahe zu bringen. Ich glaube, insgesamt, wenn ich euch zuhöre, muss ich total viel auch an mich denken. Ich habe das Gefühl, dass diese Bildungsarbeit, auf welcher Ebene auch immer sie stattfindet, wahnsinnig erschöpfend ist. Ich sehe das natürlich auch auf Social Media bei vielen MitstreiterInnen, die dann immer
also sozusagen in Wellen total aktiv sind und dann an einen Punkt der Erschöpfung geraten, entweder aussteigen aus Social Media oder auch schriftlich mitteilen, sie müssen sich gerade um sich kümmern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Problematik, diese Erschöpfung. Die Erschöpfung, die auch in dieser Zeit, in der wir natürlich viel formierter sind als in einer Zeit, in der ich und natürlich vor mir noch viel weniger Sichtbarkeit der schwarzen Community in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, mit der müssen wir zurechtkommen, mit dieser Erschöpfung. Und es gab viele Phasen, wenn ich zurückblicke, auf meinen Weg, gab es viele Phasen, in denen ich einfach nicht konnte. Ich habe ja immer relativ viel gesprochen. Dann musste ich immer herhalten, und das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen in dieser Black Lives Matter Bewegung, weil ich genau in diese Black Lives Matter George Floyd Aufmerksamkeit meine Platte rausgebracht habe. Und ich wurde von unzähligen JournalistInnen interviewt, natürlich zum Thema Schwarzsein in Deutschland, Identität, Rassismus in Deutschland. Und ich fand es schon erstaunlich, und das hat mich geärgert. Und da fand ich eben auch das strukturelle Problem, von dem ihr sprecht, du insbesondere, wahnsinnig sichtbar, wie wenig Mühe sich JournalistInnen geben, absichtlich, glaube ich, sich vorzubereiten. Es ist fast eigentlich perfide. Ich war in perfiden Situationen, in denen ich vor gebildeten Leuten saß, die mich gefragt haben, ich solle ihnen jetzt mal erklären, was damit genau gemeint ist. Und das finde ich irgendwie, da hat man dann seinen Auftrag nicht erfüllt. Und da ruht man sich auch aus in einer Struktur, die das ermöglicht, dass man so, also aus meiner Warte, provokante Fragen stellt, die zu einer Erschöpfung führen. Was nämlich dann im Umkehrschluss dann bedeutet, dass ich dann irgendwann anfing, bei Interviewanfragen zu sagen, ich möchte gerade nicht über Black Lives Matter sprechen. Das dann wiederum aber ein Problem dargestellt hat für die JournalistInnen, weil sie gedacht haben, sie ist in Denial ihrer eigenen Identität, was ich natürlich nicht bin. Also das ist so ein komischer Teufelskreis tatsächlich. Und ich habe auch für mich die Lösung nach all den Jahren nicht gefunden. Ich glaube, man muss, wenn man die Kraft findet, sich weiterhin formieren, man muss weiter sozusagen im Kleinen, wenn es auch Bubbles sind, in denen wir uns bewegen, versuchen sozusagen Verbindung herzustellen, sich in der eigenen Community auch stark zu machen und mit einem Selbstbewusstsein dann und dem Sprachvermögen, das wir hinzugewonnen haben, rausgehen. Und ich glaube, innerhalb der Community ist ein Punkt, das ist irgendwie super wichtig, dass wir uns da treffen und formieren und austauschen und dann eben aber auch natürlich der Mehrheit begegnen auf eine Art und Weise, und das finde ich nämlich auch anstrengend, die eben nicht so eine Anstrengung erzeugt bei meinem Gegenüber. Das ist ja so meine Dauererfahrung ist ja, dass ich über Identität spreche. Ich meine, ich bin fast immer in weißen Räumen. Ich meine, auch hier sind wir heute in einem überwiegend weißen Raum, ne? Und das hat immer so ein bisschen so einen leicht komischen Anstrich, weil ich mal denke, verstehen die das? Haben sie gerade Lust darauf? Ist es gar nicht ihr Thema? Auch wenn sie jetzt fragen, ist es überfordernd oder nicht? Und das finde ich, das ist irgendwie so was man mit sich ausmachen muss die ganze Zeit, was wahnsinnig anstrengend, und ich kann immer nur sagen, also nach all den Jahren, man muss sich dann manchmal erholen irgendwie von diesen Phasen der Anstrengung, um dann aber sich neu zu formieren und mit neuer Kraft und Energie weiterzumachen. Weil ich kann sagen, aus meiner Sicht, die ja noch weiter zurückgeht als deine Sicht und deine, es hat sich, wenn auch im Allerkleinsten, es hat sich schon irgendwo eine Bewegung, wenn sie auch eine Mikrobewegung ist, hat sich irgendwie schon ergeben. Also so sitzen wir heute hier, und natürlich ist das eine Minimalbubble, und dennoch glaube ich, dass sie wichtig ist. Dass sie wichtig ist für diejenigen, die sich das anschauen, weil es vielleicht auch nochmal auf eine andere Weise ihnen nahe bringt, was es eben bedeutet, eine Minderheit zu sein in einer Mehrheitsgesellschaft. Ich mag den Begriff globale Mehrheit. Mhm. Ja, den finde ich auch toll. Das sind wir nämlich eigentlich alle. Right on. Und deshalb sind wir ja, deshalb sind wir ja auch hier, ne, um auch einander zuzuhören und das Ganze auch, wie du sagst, auszuhalten. Bei Wildling war es, und deshalb ist es mir auch ein Anliegen gewesen, diese Themen mit voranzubringen, hatte ich das Gefühl, oder das hast du ja auch direkt vermittelt, Anna, dass es möglich ist, jedes Thema mitzubringen, egal welches,
und eine Sichtbarkeit zu schaffen. Und deshalb haben wir ja auch die Kooperation mit Dear Joy ins Leben gerufen, um genau das auch zu machen. Um diese Sichtbarkeit zu schaffen und dann mit Vorbildern zusammenzuarbeiten mit der Organisation. Meine Frage, Anna, an dich ist, aus der wirtschaftlichen Perspektive, aus der unternehmerischen Perspektive, wie schätzt du es ein? Also gerade letztes Jahr, was du auch gerade gesagt hast, jeder hat so eine schwarze Kachel gepostet, ne? Jedes Unternehmen einfach und zack, einmal im Marketingkalender abgehakt und weiter geht's. Das Ganze haben wir jeden Sommer mit der Pride-Flagge auch. Also da wird es ja auch abgehakt und dann geht's ins Weihnachtsgeschäft über. Wie können wir das Ganze... Oder was glaubst du, wie kann man das als Unternehmen sicherstellen, da auch eine nachhaltige Veränderung zu schaffen? Ja, also ich glaube, es gilt für jeden Bereich. Es geht eben nicht darum, eine Botschaft zu posten nach außen, also quasi an der Oberfläche zu bleiben und sich irgendwo zu positionieren, sondern was wichtig ist, ist eben, was man tut. So, welche Taten dahinter stehen, mit welchen Menschen man zusammenarbeitet, welche Schlüsse man daraus zieht und auch, dass es eben, wie so vieles, was wir versuchen zu tun, eben keine einmalige Handlung ist. So, also man macht jetzt mal schnell was, das passt gerade gut irgendwie in den Marketingkalender, wollen wir das irgendwie tun, sondern dass man wirklich hingeht und sagt, okay, wie können wir die Dinge auch konsequent und dauerhaft mit vorantreiben und verändern? So, und ich glaube, es erschlägt einen auch manchmal, wie viel Verantwortung man hat oder übernehmen muss und wie viele Dinge es gibt, für die man sich eigentlich einsetzen müsste. Und ich bin einfach glücklich, dass wir dann auch ein Team haben, in dem es viele Menschen gibt, die sich dann für unterschiedliche Dinge einsetzen. Und ich glaube, was man halt wirklich schauen muss, ist, dass man dann eben kontinuierlich daran arbeitet, weil es unglaublich große Themen sind, denen wir uns auch widmen und die man eben, also man würde ja dem überhaupt nicht gerecht werden, wenn man das jetzt irgendwie mit einer Kachel in einem Instagram-Feed glaubt, abgehakt zu haben. Wenn wir zum Thema Nachhaltigkeit jetzt kommen, Nachhaltigkeit ist ja mehr als nur zu schauen, man produziert etwas und oder man verbraucht nur so viel, wie man produziert, sondern es ist ja auch ein dreigliedriges Gespann Nachhaltigkeit im Sozialen, im Gesamtgesellschaftlichen und im Umwelttechnischen. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Und die Frage geht an jeden Einzelnen von euch. Was bedeutet Nachhaltigkeit für euch? Welche Forderungen müssen wir an die Politik stellen? Auch das wieder eine große Frage. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich, Shahin? Also ich glaube, wichtig ist grundsätzlich immer, dass wir in Prozessen denken. Also dass es darum geht, dass es nicht irgendwie, wie du auch gesagt hast, eine Handlung und dann ist es abgeschlossen, sondern dass es immer eine Weiterentwicklung gibt und eins zum anderen führt. Und dass einem auch ein bisschen das Gefühl oder das Bewusstsein von der eigenen Handlungsmacht auch gibt. So, dass du immer die Möglichkeit hast, in deinem Umfeld mit dir selbst, vor allen Dingen mit dir selbst, was zu verändern. Und ich bin mir so nicht sicher, wenn es jetzt um Nachhaltigkeit im Sinne von Produkten oder sowas geht, wie das gedacht werden kann, wenn man sagt, wir schaffen und verkaufen trotzdem immer neue Produkte. Das ist so meine Frage, die ich mir irgendwie stelle in dem Kontext, weil wenn wir einfach nur die Sachen, die wir sozusagen eh nicht brauchen, also tatsächlich außer jetzt lebensnotwendige Dinge braucht man jetzt nicht so viel Zeug, wenn man die aber dann trotzdem so weiter produziert und dann nachhaltig produziert, ist es ja auch eine totale Verschwendung eigentlich, ne? So. Und wie gesagt, in dem System, in dem wir leben, ist es schwierig, überhaupt irgendwas nachhaltig zu machen, weil alles im Überschuss produziert wird, im Überschuss konsumiert wird und im Überschuss ausgebeutet wird. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein Gleichgewicht dadurch entsteht, dass jetzt Sachen plötzlich verrotten können, aus denen das, was gebaut wird, sondern dass halt trotzdem immer der Anspruch ist, es muss Mehrwert kreiert werden und dieser Mehrwert wird kreiert, indem man jemandem weniger was gibt von dem, was am Ende dabei rauskommt. Sonst hat man halt auch selbst nichts für sich übrig. So. Und so wie alles strukturiert ist gerade, wie Regierungen in so Nationalstaaten funktionieren und irgendwie nicht miteinander gesprochen wird. Ich habe mir diese Greta Thunberg-Doku angeguckt, wo die irgendwie in so Klimakonferenzen sitzen und sie dann am Ende total fertig ist und sagt, ich werde hier immer eingeladen, die hören mir zu und dann machen sie so weiter wie immer.
Und das ist so das Ding, immer so weitermachen wie immer, ist auch so, das gibt einem natürlich eine Sicherheit, auch gerade jetzt in Bezug mit den Wahlen so, die ganzen, durch Corona und durch alles, was im letzten Jahr passiert ist und so, Leute haben einfach eine krasse Verunsicherung und wünschen sich halt, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Das, was mich total schockiert hat irgendwie, dieses, wir wollen alle unbedingt wieder zurück zu dem, wie es war. Und ich denke, warum, das war furchtbar, wollt ihr nicht was anderes machen? So. Aber das ist diese Angst daraus, wir wissen ja nicht, was das andere ist. Also wir wissen ja nicht, wie kann sich denn die Zukunft entwickeln? Also wollen wir lieber wieder das, was wir kennen, auch wenn das total scheiße ist? So. Die Frage würde ich direkt an Anna weitergeben. Weil ich hatte ja am Anfang auch gesagt, dass du es ein bisschen anders machst mit Wildling. Und wir alle. Wir alle. Genau, also wie stellst du oder hast du das Unternehmen aufgestellt? Weil ich glaube, du hast gerade ein paar Fragen gestellt, die du direkt beantworten kannst. Ja, also auch gerne weitere Fragen. Aber ich finde es super spannend, weil das sind genau, glaube ich, die Kernfragen, die man sich stellen muss. Ne? Ich glaube, man muss wirklich, also am Anfang ging es darum, ein Produkt zu gestalten, von dem wir geglaubt haben, dass es einfach besser ist für die Gesundheit und was wir, wo wir gedacht haben, es hat in sich einen Mehrwert. Und dann fängt man an zu produzieren und ja, wir hatten irgendwie so ein Minimum an Nachhaltigkeitsstandards, wo wir gesagt haben, okay, drunter geht einfach nicht, aber wenn wir jetzt quasi alles perfekt machen wollen, dann braucht man nicht zu starten, weil es einfach nicht geht. So, also in diesem System, in dem wir uns bewegen, muss man wahnsinnig viele Kompromisse erstmal eingehen. Aber ich glaube, das Wichtige ist halt zu wissen, das sind alles Kompromisse und es gibt eine Utopie, wo wir irgendwie so wirtschaften können, dass wir die Ressourcen komplett wieder in den Kreislauf zurückbringen, wo wir irgendwie die ökologischen und sozialen Bedingungen im Blick haben und einen positiven Impact schaffen. Und das ist halt, also ich finde es wahnsinnig spannend und aber auch eine krasse Verantwortung, sozusagen zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Was können wir wo verändern? Wie können wir unsere Rohstoffe so anbauen, ne, dass sie irgendwie ein besseres Mikroklima schaffen, eine bessere Bodenqualität? Wer sind die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten können, um Zukunftsperspektiven zu schaffen? Wie können wir entlang der kompletten Wertschöpfungskette uns wirklich jeden einzelnen Schritt anschauen und sagen, okay, was sind die Schäden, die wir erzeugen? Wie können wir die reduzieren und wirklich dauerhaft reduzieren? Und wie können wir gleichzeitig eben gucken, ne, wie kann man einen positiven Impact schaffen? So, also natürlich, wir produzieren in Portugal, wenn wir total fair sind oder ne, uns echt in den Spiegel gucken, produzieren wir in Portugal, weil wir es in Deutschland nicht bezahlen könnten und machen damit eine Marge hintenrum. So, und jetzt ist natürlich die Frage so, wie können wir einmal das Geld anders verteilen? Wie können Menschen entlang der Wertschöpfungskette ganz anders partizipieren daran? Aber auch, wie kann das Geld, was wir erwirtschaften, wieder zurückfließen eben genau dahin? So, also wie können wir eben Projekte jetzt anstoßen, ne, die, glaube ich, dauerhaft auch, also wie können wir dauerhaft wirklich Wege finden, es anders zu machen, mit dem Ziel dann auch wirklich die Gesellschaft oder die Wirtschaft mit transformieren zu können. So, ich glaube, es ist ganz viel dieses, das geht einfach nicht, sonst lehnen sich ganz viele Leute zurück und sagen irgendwie, ja, das ist, also ist total schön, wir probieren das mal aus und keiner geht irgendwie in den Kern. Und ich glaube, in dem Moment, wo man zeigen kann, was funktioniert, kann man eben auch Mut machen auf der einen Seite und auch Ausreden einfach ausradieren und sagen, doch, so, es funktioniert. Und es ist halt wahnsinnig komplex und ich glaube, man muss sich dieser Komplexität annehmen, man muss es irgendwie begrüßen, dass es komplex ist, man darf sich davor nicht scheuen. Aber es bedeutet eben auch, dass man es aushalten muss, dass es wirklich, dass man an vielen, vielen, vielen Baustellen gleichzeitig arbeitet und das alles halt schrittweise vorangeht. So. Und ich glaube, man muss echt das Ziel im Blick behalten und daraus immer wieder Energie schöpfen, zusammen eben das zu verändern. Also ich glaube, so, man muss jetzt irgendwie über konkrete Dinge sprechen, damit es auch konkreter wird. Aber ich glaube, dafür ist es einfach so komplex. Ich weiß, dass du Fragen auch hast. Ne, so, vielleicht sind das auch Dinge, wo man einfach mit konkreten Beispielen mal einsteigen könnte. Ganz persönlich, Joy, wie viel brauchst du? Also, brauche ich was? Klamotten? Genau, Klamotten, genau. Ja. Also, ich muss gar nicht konsumieren eigentlich, um die Frage zu beantworten. Ich mache es trotzdem, immer wieder. Und stehe dann oft vor meinem Kleiderschrank, der wirklich aus allen Nähten platzt und quetscht da dann noch irgendwie was Neues rein. Und natürlich stelle ich mir dann diese Frage, was ist dieser Konsumismus eigentlich in mir? Ich erkläre mir dann immer so ein bisschen mit meinem öffentlichen
Auftreten, dass ich ja immer irgendwie auch gucken muss, dass das nett aussieht. Aber natürlich ist es was anderes. Natürlich irgendwie ein kapitalistisches Verhalten, sich zu identifizieren auch über Konsum. Und ich versuche das ganz bewusst mir zu machen und auch genau zu überlegen, wann es sein muss mit dem Konsumieren und wann nicht. Aber natürlich, also es ist schon ein Problem. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das total im Griff habe. Aminata, gleiche Frage geht an dich. Du hast mir verraten, dass du auch sehr viel Vintage, Secondhand kaufst. Wie beantwortest du die Frage, was ist Nachhaltigkeit für dich? Was bedeutet das? Nachhaltigkeit, also erstmal zu dem Secondhand möchte ich sagen. Ich kaufe schon immer Secondhand und Flohmarkt-Sachen, aber weil ich einfach passionierte Flohmarktgängerin bin und ich weiß, ich kann das auch gut. Ich kann auch zum Flohmarkt gehen und manche sind ja auch so, ich finde nie was. Wird mir nie passieren. Also nachhaltiges Leben bedeutet ja eigentlich zum Beispiel im Kleinen nicht zu viel Essen zu kaufen. Also wenn ich weiß, ich kann das nicht, ich würde niemals Essen wegschmeißen, aber so bin ich auch erzogen worden. Ich würde niemals Essen wegschmeißen, ich kaufe nur das, was ich dann auch selber benutzen kann. Oder ich lasse das Wasser nicht laufen. Also ich glaube, ich bin einfach nachhaltig erzogen, was aber eigentlich eher sparend erzogen war, was letztendlich nachhaltig ist. Und das ist für mich nachhaltiges Leben. Also nur so viel zu benutzen, wie ich sollte und darauf zu achten, dass ich da eine gute Balance habe. Und über den konsumistischen Trigger nachzudenken und den so ein bisschen in Check zu haben, weil Secondhand ist auch Konsum dann, ja, weißt ja, klar. du? Also das ist ja eher sozusagen dieser Drang irgendwie nach Neuem, irgendwie sich irgendwie Zeug raufzuschaffen, das man eigentlich nicht braucht. Und ich glaube, darüber auch nochmal nachzudenken, und sich da irgendwie zu disziplinieren, das, glaube ich, wäre wichtig dann auch im nachhaltigen Verhalten, das mitzudenken. Sehr schön. Wir kommen schon fast zum Abschluss. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, um das mal abzuschließen, mit euch hier zu sitzen und nachhaltige Gespräche zu führen, weil auch im Miteinander das ja sehr wichtig ist. Und ich hoffe, dass ihr alle auch was mitgenommen habt aus unseren Gesprächen, die wir hier geführt haben. Und vielleicht auch Inspiration, etwas weiterzugeben. Dann danke euch in die Runde. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr Teil unserer Reise wart, der Reise von Wildling und Joy. Embrace your path. Und jetzt geht's weiter mit dir, Joy, und Roberto Di Gioia. Und wir freuen uns sehr. Und bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. A lonely, lonely road. Through the whispers I held on to my soul. Through the days and the nights. Never let it on my side. But I climbed.